Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Workers and Resource Soviet Republic. Ja, seit der letzten Aufnahme habe ich mal geschaut, ob da der Weg weitergebaut wird. Leider ist das nicht der Fall, denn er erkennt es nicht von alleine und ich muss jeden einzelnen hinzufügen. Kann man schnell zeigen. Der Radius reicht eigentlich aus, wenn man mal schaut, hier. Ja, hier unten, genau. Da seht ihr, ist es noch gerade noch so drin. Also am Rand, aber trotzdem, es ist drin. Er hat es aber nicht automatisch erkannt. Und man kann auch nur das hinzufügen, was aus der Straße her erreichbar ist. Und das sind nun mal nur diese zwei Straßen und danach sind es diese zwei. Und dann diese zwei. Also das ist jetzt ein Schritt, den ich eins nach dem anderen so machen muss. Und sie führen jetzt da ein bisschen Kies hin. Sie müssen ja auch was zu tun haben, soweit. Deshalb, das passt schon so. Gut, bevor wir da wegen der Eisenbahn schauen, denn da ist es auch nicht ganz so effizient gerade, gehen wir mal schnell rüber. Denn wir wollen da noch das Kohlewerk in Betrieb nehmen. Das wäre jetzt mal die Wichtigkeit Nummer 1. So, für das machen wir mal Pause. Holen da den Bagger. Und würde das mal wegmachen. Das weg und das weg. Der ist auch schon weg, wenn ich mal Play drücke. So. Und dann haben wir da einen kleinen Rohstoffspeicher, denn unser großer Speicher ist ja nicht da. So, jetzt ist weg. Okay, wir bauen hier gerade ohne Geld, genau. Ich nehme an, dass die Strecke da zu weit ist. Mal schauen. Ne, passt sogar. Sehr gut. Und die Strecke von da passt auch. Da kann man ja nicht mehr Glück haben. Also, die beiden exportieren jetzt in dieses Lager und von diesem Lagerhaus geht es dann weiter über die lange Strecke. Und wir haben zusätzlich noch die Möglichkeit, da was rauszuholen. So, jetzt will ich das mal mit Dollar finanzieren. Das kostet einiges. Also die Bänder sind auch nicht gerade günstig. Das Lager ist eigentlich schon günstig dagegen. So. Und sobald das geht, müssten wir sehen, dass hier die Kohle beginnt zu laufen. So, das Band läuft da schon mal. Und wir müssten sehen, dass jetzt da doppelt so viel Kohle ankommt. Man erkennt es zwar da nicht. Liegt das wieder daran, dass ich kein Band dazwischen habe, das zieht. Aber eigentlich, das müsste ja ziehen. So. Auf jeden Fall sollten wir sehen, dass jetzt hier vorne... Ja, da kommt sogar schon Kohle ins Plus. Da auch. Also es kommt mehr Kohle, das merkt man. Und die spannende Frage ist jetzt halt, kriegen wir jetzt so viel Kohle, dass sich jetzt die Stahlproduktion wirklich vergrößert? Kriegen wir zu viel Kohle oder reicht es immer noch nicht? Und natürlich reicht unser Vorsprung hier vorne. Oder geht das Lager so schnell leer? Und wenn das Lager einmal leer ist, wird sich das sofort abbauen hier. Dass wir da vielleicht noch einen Zug mehr brauchen. Da müssen wir schauen. So, wie läuft es eigentlich bei der Farm? Ich nehme an, das versickert einfach so. Weil das überhaupt immer noch nicht ausreicht mit all den Feldern. Also, ich möchte aber heute nicht bei den Feldern weitermachen. Sondern mal hier hinten schauen. Sieht schön aus bei Nacht, muss ich ja sagen. So. Ja, der Weg wurde noch nicht fertiggestellt. Aber, wir haben ja gesehen... Oh ne, der Treibstoff ist plötzlich wieder weg. Ja, eigentlich funktioniert das doch, weil jetzt... er wählt es automatisch und jetzt macht er einfach alles voll mit Treibstoff. Da bleibt Bitumen übrig, aber Bitumen entsteht sowieso nicht so viel. Also ich denke, aktuell können wir das noch beruhigt so belassen. Aber er hat dann doch zu lange gebraucht. Das ist halt das andere. Und die Arbeiteranzahl reicht auch nicht aus. Also, dann vielleicht nochmal zwei Busse. Und zwar... Welche waren die, die schnell sind? Die da. So. Von da...
da. So, gut. Auch damit die Leute da oben ein bisschen besser angebunden sind. Vielleicht hilft das ja. So, die beiden Bagger sind hier unterwegs. Übrigens, mit den Hotkeys 2 kann man die Straßen ausblenden. Mit 3 Schienen. Und auch mit 4 kann man Fabriken oder ja, Baudinge ausblenden. Für was man das auch immer gebraucht, aber das ist möglich. Ich weiß nicht, ob man es in den Einstellungen... Kann man es verstellen? Nein. Aktuell noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so im Game. Es gibt da noch andere. Wie, wer das immer wundert, das ist Ctrl und G. Und das, damit kann ich hier das Layout ausgrenzen. Je mehr näher ich gehe, desto größer ist dieser Würfel. Das ist auch interessant. So. Und Space ist ja neu dazugekommen, womit man da pausieren kann. Ja, der Bagger, der... Die haben da ewig. Jetzt sagt jeder, baue es doch einfach so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da keinen Druck, weil aktuell brennt es nicht. Und wenn es brennt, dann sind wir ja schnell. Dementsprechend. So, und ich würde mich doch dran machen, hier beim Zug mal zu schauen. Also wir haben ja da unten ein Gleis. Wenn wir jetzt da einfach wieder so Ausweichgleise erstellen würden. Wir müssen es ja noch nicht bauen, ich kann es ja nur mal planen. Hier so. Vielleicht bis da. So. Da ein Ausweichgleis und da oben. Oder da sogar 2 Anbindungen. Wenn sie auch 2 Bahnhöfe hat, macht irgendwie Sinn. So. Hier drüber, vielleicht noch bis da oben und dann hier rein. So, weil die meiste Zeit ist das Fahrzeug ja da und wenn es unterwegs ist, ja, man kann da immer noch irgendwas dazwischen bauen, aber das wäre mal so die Sache. Die würden wir dann mal mit Dollar bezahlen. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir das limitieren sollen, aber ich denke nicht, weil das verteilt sich besser, wenn man es nicht limitiert. So, dann bräuchten wir ein neues Fahrzeug. Das hier kostet 47.000. Mögen wir uns das noch leisten? Das ist halt die andere Frage. 14.000. So, 4 Stück. Erstmal. Bis da unten. Geht auf Start und der wird mal schauen, was er macht. Entweder wendet er. Ja genau, wendet. Ist nicht so schlimm, wenn der da füllt jetzt eh gerade alles auf, was er kann. Ah ne, füllt er wieder mal nicht, natürlich. Scheint es doch nicht ganz so zu kapieren. So, dann bauen wir ihm da noch was rein. Und außerdem braucht es noch Signale hier vorne. Also da und da. So, auf dieser Seite ist grün. Da ist auf beide Gleise rot. Ne, warte schnell. Doch, sind beide rot. Ja, wegen dieser Verbindung hier eigentlich. So, der soll doch zu... So, ich lasse ihn jetzt mal da nach vorne fahren. Und wir können ihn immer noch wenden hier. So, mal schnell Pause. Jetzt ist rot, rot, rot.
Was ist denn jetzt hier markiert? So, ich nehme das noch was auseinander. So. Jetzt ist da immer noch was Kleines drin. Willst mich ja wohl verarschen hier. Weil der, warum ist denn der jetzt rot? Also da muss da ein Signal hin, damit da... So, jetzt ist da rot. Ne, immer noch rot. Weil da vorne ist ja nichts im Weg. Deshalb wundert es mich eben. So, wenn ich ihn jetzt wenden lasse, in die andere Richtung fahren. Also hier rausfahrt ist rot, reinfahrt ist grün. Jetzt hält er ja bestimmt hier dann an. So, und Öl soll er übrigens nicht beladen. Das ist auch noch wichtig. Am liebsten würde ich so machen. So. Schwebt er dann überhaupt? Ja, dann schwebt da die Lokomotive über das Ganze hinweg. So, jetzt ist der unterwegs. Ja, jetzt scheint es ja zu funktionieren. Wenn ich jetzt da ein Signal stelle. Jetzt ist aktuell noch grün, jetzt wird es rot. Jawohl, das passt so. Weil jetzt ist einer auf der Strecke unterwegs. Das ist ja klar. So. Und dann setzen wir hier wieder ein Signal. So. Und da unten irgendwo. So, da sind beide Seiten grün, genau, weil sich keiner in dieser in diesem Abschnitt befindet. Hier ist beides rot, weil ja der Zug gerade hier unterwegs ist. Und hier ist immer noch beides rot. Also entweder liegt es an meiner Verbindung da wirklich. Ah, die ist jetzt weg. Oder halt diesen Anbindungen hier. Immer noch. Oh ne, das wollte ich nicht. So, dann lässt es sich ja nicht mal flicken, weil man, dann muss man so machen. Anscheinend bleibt rot rot. Egal was man macht. Also den lasse ich einfach mal so. Mit der Hoffnung, dass es doch funktioniert. So, jetzt hat er hier 180 Tonnen Treibstoff eingeladen, 39 Tonnen Bitumen. Wir können ja sagen, dass der keine Bitumen einladen soll. Aus dem Grund, weil es entsteht ja mehr Treibstoff als Bitumen. Und wenn der nur Treibstoff nimmt, dann nimmt der andere jeweils mehr Bitumen mit. Und gleicht es besser aus. So, gehen wir mal auf zweimal Geschwindigkeit. Fährt jetzt hier raus. Aktuell hat er grün. Weil der andere ist am Verkaufen. So, der andere fährt auch los. Wird hier rot bekommen. Und er ist auch noch auf diesem Gleis unterwegs. Also hat der andere, der jetzt da dann kommt, nur die Wahl, auf diesem Gleis zu fahren. Ja, passt doch so. Da entstehen jetzt nicht
Ja, es entstehen schon Wartezeiten, ganz klar, aber nicht so große. Und wir sind hoffentlich da ein bisschen schlagfertiger unterwegs. So. Und jetzt komischerweise sind beide Gleise grün. Es ist schon. Und sobald einer da drin ist, weil er wahrscheinlich hier rüber kann. Was ist denn, wenn da ein Signal steht? Ja, da kann eben leider kein Signal platziert werden. So, oder da. Bin ich jetzt gespannt. Jetzt müsste das eine auf grün bleiben, wenn der reinfährt. Ja, man hat's gedacht, vielleicht. Oder gehofft. So, der andere ist auch schon wieder unterwegs. Jawohl, der kommt, weil es hat gerade wieder geschalten. Oh ne, das Signal ist ein bisschen tödlich. Kettensignal. Nein, tut's auch nicht. Es ist einfach mein Übergang da. So, wir schauen jetzt mal schnell, was da passiert. Man muss ja auch mal experimentieren, also. Ja, der fährt jetzt natürlich da rein und kommt da auch nicht rüber. Und der fährt in die andere Richtung und steht auch vor dem Signal. Toll. Also, jetzt muss ich mir da schnell ein Notfix zusammennehmen. So. Und so. So, jetzt kann der da drüber fahren. Und der wurde schon wieder voll, weil der nimmt jetzt auch Bitumen mit natürlich. Ah, ist nicht schlecht. So, was jetzt fehlt. Jetzt ist der Bereich hier wieder nicht gesichert, in diesem Übergang. Wird es also etwas helfen, wenn ich da noch was hinmache? So, aber so langsam komme ich selbst nicht mehr draus. So, wir schauen jetzt schnell. Also dieses Signal stimmt jetzt schon wieder nicht, weil das auch hier rüber geht. Ja, und ihr seht, ich bin noch genau gleich weit, weil da wieder beide auf rot sind. Jetzt ist er da auf rot, das ist klar. Außer ich mache da jetzt ein Kettensignal rein. Aber es darf kein Kettensignal sein, weil sonst fährt mir da der andere dann rein. Wir beobachten es weiter. So. Wie sieht es bei den Wegen aus? Ja, da wurde ausgebaut. Leider nicht weitergebaut. So, ich kann genau diese beiden markieren, den nicht. Und dann muss ich wieder warten, bis sie da weiter vorankommen. So, jetzt zum Schluss der Folge wollen wir noch schnell schauen, wie das da mit der Kohle aussieht. So, das Lager ist leer. Der hat aber noch einen vollen Export da. Und hier ist wieder leer. Ja, und wir sind wieder relativ gleich weit. Mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich. Wo ist der Zug? Der Zug ist noch lange nicht in Sicht, oder wie sehe ich das? Doch, er müsste... Einer ist hier, dann müsste der andere irgendwo da gewesen sein. So, also ich werde das beobachten hier mit dem Zug. Ich kann leider nicht sofort auf euer Feedback eingehen, was genau falsch ist.
Ja, weil der kann jetzt hier reinfahren und dahin. Und dann wäre er blockiert. Naja, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Dass der jetzt anhalten muss, ist... Ja, aber dann haben wir ein anderes Problem. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.